Mikrofon begrüßt ihr heute Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Buschi. Auch von mir hallo, hallo Wolf, hallo liebe Zuschauer. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Heute heißt es SC Freiburg gegen RB Leipzig. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Und seine jüngsten Torerfolge in den letzten drei Spielen hat er dreimal getroffen. Die dürften ihm auch heute Auftrieb geben. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Was erwartest du heute taktisch von Ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Der Siegeszug der Leipziger ist beispiellos im deutschen Fußball. Und damit haben sie sich nicht nur Freunde gemacht. Nee, aber wir erleben das ja immer wieder. Viele Fußballfans lehnen den Verein ab, lehnen das Konzept der Leipziger ab. Aber warten wir mal ab. Ich bin da durchaus optimistisch, da kann was entstehen. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Und los geht's. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt die Gelegenheit. Terrazino. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Da schießt er. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Da passt er gut auf und dann ist er einfach gedankenschneller als die anderen. Der Abschluss dann nur noch Formsache. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Demme. Jetzt Sabitzer. Timo Werner. Demme. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Gute Forsberg. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Na, das war kein guter Versuch, das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Rave. Höfler. Und den spielt er gleich wieder zurück. Guter Pass. Jetzt schießt er. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Haberer. Günther. Höfler. Jetzt wird's gefährlich. Schöne Aktion. Den Ball kann er klären. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball.
Forsberg. Yusuf Paulsen. Marcel Sabitzer. Geht er rein? Mit dem Ball hat er gar keinen. Demme. Klostermann. Jetzt müssen Sie aufpassen. Werner. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Den schiebt er flach rein. Ganz überlegt. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus. Aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Jetzt ist das Spiel wieder offen. Sie haben den Ausgleich. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Höfler. Terrazino. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Nils Petersen. Gut verteidigt hier. Demme. Emil Forsberg. Wird's jetzt gefährlich. Gutes Technik. Yusuf Paulsen. Sabitzer macht das ganz sicher. Terrazino. Günther. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie? Die Chance. Das ist klasse, wie sie das da machen, weil sie ein exzellentes Kurzverspiel aufziehen. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Ja, da müssen sie aufpassen. Forsberg. Halstenberg. Wird das eine Torchance? So, was machen Sie draus? Jetzt in der Anspielstation. Marcel Sabitzer. Er zieht ab. Den hält er super. Es gibt Ecke für RB Leipzig. Die Ecke kommt rein. Es gibt hier Einwurf. Den Ball wirft er schnell ein. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Abgefangen, gut gemacht. Abgepfiffen, es gibt Freistoß. Den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Höfler. Das könnte gefährlich werden. Nils Petersen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Emil Forsberg. Timo Werner. Demme.
So wird das nichts. Vielleicht zu Letten. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne. Hier, es steht zur Pause 1:1. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte, die Leipziger am Anschluss. Jetzt wird's gefährlich. Unaufhaltsam. Werner! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Forsberg! Eine starke Parade. Die Leipziger bekommen den Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Oh, ich dachte schon, der geht rein. Aber kein Tor. Ein Riesenkopfball. Da springen sie hier alle auf. Aber am Ende passt das Ding nicht. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Terrazino. Wird's jetzt gefährlich. Aberer. Pascal Stenzel. Da geht er dazwischen. Emil Forsberg. Yusuf Paulsen. Günther. Das könnte die Chance werden. Da kommt der Schuss. Und den Ball hält der Torhüter fest. Werner. Schöne Aktion. Yusuf Paulsen. Sehr gut aufgepasst. Haberer. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Demme. Werner. Jetzt vielleicht. Werner! Kein weiteres Tor für ihn. Also zumindest in der Szene nicht. Und so langsam entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spieler und dem Torwart. Letzterer diesmal mit dem besseren Ende. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Yusuf Paulsen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Forsberg. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter Versuch. Das hat man deutlich gesehen. Der hat ja kaum was gestimmt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Rave. Höfler. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Aber Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Höfler. Pascal Stenzel. Jetzt gibt's einen Einwurf. Haberer, Höfler, Pascal Stenzel. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball.
Werner. Jetzt Sabitzer. Halstenberg. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Werner! Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Jetzt kommt der Wechsel. Der Ball kommt rein. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Pascal Stenzel. Schwolow. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Die Leipziger wechseln. Die Ecke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nur noch 5 Minuten zu gehen und nach wie vor steht es unentschieden. Passiert hier noch was? Das könnte gefährlich werden. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Abraschi. Nils Petersen. Wird es nochmal gefährlich, gibt eine Ecke. Feierabend für heute. Tolle Leistung. Kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das war ein wirklich starker Auftritt. Einer der besten heute. Nils Petersen. Starke Parade. Und er bewahrt sie hier vor dem Rückstand. Was für eine klasse Parade. Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Werner. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Klasse Einsatz. Macht er ihn. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Und das war's. Kein Sieger am Ende der 90 Minuten. Da entscheidet er im Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Da schießt er. Aufpassen. Werner. Jetzt hier der Anspielstation. Marcel Sabitzer. Er zieht ab. Den hält er super. Forsberg. Eine starke Parade. Und jetzt die Chance. Werner! Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt ein Schuss. Super gemacht vom Torwart.